Die Zukunft des Zwickauer Flugplatzes ist momentan alles andere als sicher. In der letzten Sitzung des Finanzausschusses kam die Idee auf, die Fläche an der Reichenbacher Straße zu einem Gewerbegebiet zu machen. Dabei sollte es ursprünglich nur um die vorfristige Verlängerung des Pachtvertrages für den Aeroclub gehen. Beim Betreiber des Flugplatzes stoßen die neuen Vorschläge auf heftige Kritik. Das Areal an der Reichenbacher Straße wird seit 90 Jahren als Flugplatz genutzt. 1995 schloss die Stadt Zwickau einen Pachtvertrag mit dem derzeitigen Betreiber Aeroclub ab, der noch bis 2021 gültig ist. In der letzten Sitzung des Finanzausschusses sollten die Stadträte über eine vorfristige Verlängerung dieser Vereinbarung abstimmen. Denn nur wenn der Aeroclub einen Mietvertrag über 25 Jahre nachweisen kann, gibt es Fördermittel für den Neubau der maroden Werkstatt. Ja, die Werkstatt wurde schon mal gesperrt, ist baufällig, wurde verlängert bis dieses Jahr Oktober und dann ist endgültig Schluss und wir könnten sonst unsere Flugzeuge nicht mehr erwarten. Die Entscheidung über die Vertragsverlängerung wurde jedoch vertagt. Und für den Aeroclub könnte es noch dicker kommen. Weil die Stadt dringend Industrieflächen benötigt, wurde im Finanzausschuss die Idee unterbreitet, das Gelände zukünftig als Gewerbegebiet zu nutzen. Beim Betreiber des Flugplatzes stieß dieser Vorstoß auf heftige Kritik. Ja, die Ansichten mancher Politiker sind verschieden. Ich begreife diese ganze Diskussion nicht, weil eine Stadt wie Zwickau braucht einen Flugplatz. Und den Flugplatz haben wir bis jetzt schon 25 Jahre erhalten. Ich sehe da drin eigentlich kein Problem, warum man jetzt auf die Idee kommt, da ein Gewerbegebiet machen zu wollen. Die Stadt würde den Flugplatz verlieren und nie wieder einen Flugplatz bekommen. Auch für den Aeroclub würde dies wohl das Aus bedeuten. Den Umzug auf einen anderen Flugplatz schließt Joachim Lenk aus. Ja, Umzug ist überhaupt nicht möglich, weil kein Flugplatz die Kapazität hätte, uns aufzunehmen. Wir haben 3 Flugzeughallen voll Flugzeuge und die anderen Flugplätze sind viel kleiner und die kennen natürlich nicht unsere. Wir sind ja der größte Luftsportverein Sachsens. Und es wäre nicht möglich, dort einfach auf einen anderen Flugplatz umzuziehen. Um den Fraktionen einen Einblick in die tägliche Arbeit des Vereins zu ermöglichen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, hat Joachim Lenk die Parlamentarier für Donnerstag auf den Flugplatz eingeladen. Ja, das habe ich bewusst getan, weil ich gemerkt habe bei Gesprächen mit den Politikern, dass die eigentlich von der Substanz des Flugplatzes überhaupt keine Ahnung haben und auch, dass der Flugplatz schon 90 Jahre alt ist. Und das will ich eben den Herrn dort mal erläutern und auch, was wir als Verein in den letzten 25 Jahren auf dem Flugplatz geleistet haben. Es bleibt also spannend, wie es mit dem Flugplatz weitergeht. Am 5. April befasst sich der Finanzausschuss erneut mit dem Thema. Die Verlängerung des Pachtvertrages zwischen dem Aeroclub und der Stadt steht dann zum zweiten Mal auf der Tagesordnung.